Aloha, meine Lieben. Schön, dass ihr da seid. Genau, jetzt ist das richtige Mikrofon dran. Ich hoffe, ihr hört mich gut und es ist alles gut zu sehen auch. Meine Beleuchtung hier ist ja ein bisschen schwieriger, aber naja. Das wird sich hoffentlich auch bald ändern. Ich bin ab nächste Woche erstmal für eine Woche in Mexiko einen ganz lieben Freund besuchen und komme dann wieder nach Nicaragua für meine zweite Hälfte und werde dann nach Bonaloya gehen, ein anderer Strand, einfach ein bisschen ruhiger. wo ich dann auch mich ein bisschen mehr auf die Dinge konzentrieren möchte oder nicht, dass ich es nicht jetzt schon gemacht habe, aber dann kann ich intensiver mich beschäftigen, einfach weil ich dort mehr die Ruhe habe. Weil, wie ihr wisst, ist ja eins der Dinge, die ich ganz gut mache, eben die geführten Meditationen, euch dazu führen in die verschiedenen Thematiken. Und dazu brauche ich einfach Ruhe. Und hier in San Juan ist einfach so viel los immer wieder, dass diese Ruhe einfach nicht vorhanden ist. Deswegen freue ich mich, dass ich das dann machen kann, aber davon erzähle ich euch jetzt erstmal später. Heute geht es ja um meine Inspiration für diese Woche, weil ich sie ja gerne eben euch eher in diesem Format überbringen möchte, weil ich einfach nicht der Typ bin zu schreiben. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir und schaut trotzdem rein oder hört trotzdem rein. Ich gehe mal gerne die Punkte durch, Wochenerkenntnis. Ich hatte diese Woche einen ganz krassen Durchbruch für mich selber. Wie ihr vielleicht wisst, beschließe ich jedes Jahr eine Angst anzugehen, weil eine Angst zu verarbeiten heißt nicht, dass da nicht noch andere sind. Und ich glaube, dass, wie soll ich das sagen? Für mich ist es so, dass eigentlich Angst nichts anderes ist als das Abhandensein von Liebe. Das heißt, um Liebe reinzubringen, möchte man einfach ein bisschen mehr machen, mehr tun, mehr die Angst überwältigen, die Angst, ich will nicht sagen ausmerzen, weil irgendwie sind das sehr oft so alte Muster, die in uns einfach stecken, aber man kann unheimlich gut lernen, eben immer wieder mehr Liebe reinzubringen. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Ängste auch komplett verschwinden, je nachdem, welche Tiefe sie haben. Meins ist ja das mit der Angst vor dem Meer zum Beispiel gewesen, wo es mir mittlerweile unheimlich gut geht. Ich gehe ins Wasser, man kriegt mich fast gar nicht mehr raus. Aber es gibt immer noch Momente, wo ich einfach ein bisschen vorsichtig bin, vielleicht nicht ganz sofort mich traue reinzuhüpfen, sondern erstmal warte, bis ein paar andere noch mit drin sind. Aber es hält mich einfach grundsätzlich nicht davon ab, weiterzumachen. Und weil ich diese Angst damals überwunden habe, vor einigen Jahren, habe ich beschlossen, das geht auch weiterhin so. Eben auch auf ganz persönlicher Ebene. Und es gibt jedes Jahr unterschiedliche Ängste, die ich mir angucke. Letztes Jahr war es diese Befürchtung oder die Angst, meine Grenzen nicht aufsetzen zu wollen, weil ich ja eventuell sonst jemand anderen damit als blöder Mensch dastehen könnte oder als schlechter Mensch. Und das hat ganz gut geklappt. Ich merke es auch da, es kommt ab und zu noch hoch, aber ich lerne immer mehr trotzdem, meine Grenzen aufzusetzen. Zum Beispiel, indem ich jetzt hier gehe. Ich könnte auch hier bleiben und quasi mich dem coolen Haus mich mit dem coolen Haus beschäftigen, tue es aber nicht, weil ich einfach für mich diesen Raum brauche. Und die Erkenntnis, die ich eben diese Woche hatte, war eben in Bezug auf meine Angst, die ich dieses Jahr überwinden möchte, weil ich festgestellt habe, dass diese Angst sich über mehrere verschiedene Themen hinwegzieht. Und das fand ich so spannend, weil es macht es eigentlich leichter, es zu bearbeiten. Weil ich kann mir quasi die Thematiken einfach in unterschiedlichen Orten und Punkten aussuchen. Das kann alles Mögliche sein, es kann alles Verschiedene sein. Ich tue mich unheimlich schwer, darüber zu sprechen, aber ich mache es trotzdem einfach, weil
ich sonst nicht authentisch mit euch wäre. Und ich weiß, dass ich schon viele Ängste überwunden habe, aber es gibt eine Angst, vor der ich mich immer wieder gedrückt habe und eigentlich auch so versucht habe, das ein bisschen zu umgehen. Und ich habe aber einfach letztes Jahr oder vorletztes Jahr besser gesagt, war das einfach so, dass ich festgestellt habe, dass ich, und das hängt auch eben miteinander zusammen, dass ich ein Gefühl der Wertlosigkeit habe, dass ich quasi einen alten Glaubenssatz habe in mir, der damit zusammenhängt. Weshalb es mir zum Beispiel unter anderem auch schwerfällt, für das, was ich tue, was ich arbeite, was ich quasi was, wenn ich meine Gabe hinausbringe in die Welt, fällt es mir unheimlich schwer, einen Preis da reinzusetzen, weil eben dieses in meinem Unterbewusstsein drin hängt, hey, vielleicht bin ich es ja nicht wert. Und das hängt auch noch zusammen damit, dass ich habe zum Beispiel große Angst davor, und jetzt kommen wir zu der Angst eigentlich, die damit zusammenhängt. Ich habe große Angst davor, eine Beziehung zu führen. Und deswegen, und diese Angst hängt eben genau damit zusammen, dass ich das Gefühl habe, dass ich es nicht wert bin. Und das hängt so tief in mir drin, dass ich das nicht einfach mal eben schnell mit einer Meditation bearbeiten kann oder mit einer Situation bearbeiten kann, sondern dass ich wirklich mir das deswegen auch als Jahresaufgabe gegeben habe, für dieses Jahr da hineinzugehen und zu schauen, wie mache ich das, wie fange ich damit an, wie schaue ich sie an. Und eben die Erkenntnis, die ich diese Woche hatte, war zu sehen, hey, das hängt einmal mit meiner Arbeit zusammen, aber es hängt auch mit meinen Beziehungen zusammen. Weil es hängt ja nicht nur mit partnerschaftlichen Beziehungen zusammen, sondern auch mit anderen Formen von Beziehungen. Und das wahrzunehmen für mich selber und zu sehen, hey, ich habe einfach ein größeres Feld, wo ich immer wieder dran arbeiten kann und ich immer wieder reinfühlen kann, wie will ich das jetzt angehen, wie will ich jetzt hier mit dieser Situation angehen. Und ich bin letztens eben auch gefunden, eben diese Woche auch, weil ich hier eben auch ein paar Leute getroffen habe, mit denen ich darüber sprechen kann, bin ich unter anderem auch gefragt worden, wie gehst du denn jetzt als erstes damit um? Und ich habe halt einfach gesagt, naja, das Erste ist es eigentlich, wie sagt man, verletzlich zu werden oder angreifbar zu werden. Und das tue ich, indem ich überhaupt offen darüber spreche. Und deswegen auch heute hier meine Erkenntnis mit einer, wie sagt man, Offenbarung quasi darüber, dass das in mir lebt und ist und ich mache mich damit bestimmt angreifbar und ich mache mich damit bestimmt auch, wie soll man sagen, nicht nur angreifbar, das Wort ist irgendwie doof, aber ist auf jeden Fall verletzlich. Aber vielleicht kann ich euch einfach mitnehmen, damit ihr vielleicht auch mal live seht, wie ich damit umgehe, wie ich mit dieser Angst umgehe. Und ich werde vielleicht nicht jedes Mal darüber sprechen, aber immer wieder mal, wenn ich Erkenntnisse habe, werde ich sie euch auf jeden Fall mitteilen. Oder wenn ich eine schöne Meditation mache. Ich merke auch gerade, dass das ganz emotional ist für mich, so ein bisschen überhaupt hier live bei euch, mit euch offen darüber zu sprechen. Aber auch das ist Teil des Prozesses, das ich haben möchte für mich selber und hoffe, euch damit auch mitnehmen zu können. Vielleicht auch ein bisschen auch, um zu zeigen, wir alle sind nur Menschen und jeder von uns hat seinen eigenen Prozess und geht durch seine eigenen Sachen durch. Und auch das ist Teil davon. Genau, das war meine riesige Erkenntnis darüber. Meine Dankbarkeit für diese Woche ist es überhaupt, dass ich die Möglichkeit habe, das erkennen zu dürfen, natürlich auch auf der einen Seite diese Selbstreflexion zu haben. Und die Kraft zu haben, mir diesen Raum zu geben. Ich werde bestimmt auch mal meine Tiefs haben, ich werde mich auch mal zwischendurch zurückziehen und keine Lust haben, an dieser Angst zu arbeiten. Aber das gehört einfach auch dazu. Und ich bin dankbar, dass ich diese Aufgabe habe und dass ich diese Herausforderung habe, weil ich weiß ganz genau, am Ende des Jahres wird es einfach gigantisch sein. Und wird es anders sein. Und da werde ich es überwunden haben.
Und, oder zumindest so weit gebracht haben, dass ich nicht mehr, dass es mich zumindest nicht vom Voranschreiten aufhält. Und das Ganze ist einfach nur üben, üben, üben. Das ist wie beim Sporteln oder vielleicht habt ihr gesehen, dass ich auch diese Slackline mache, dieses Band, was da gespannt wird zwischen zwei Bäumen und dann lernt man darauf, sich zu balancieren. Und das ist am Anfang hat man das Gefühl, man lernt es nie, weil man fällt ständig runter, man kriegt die Balance nicht hin. Und dann irgendwann übt man und man kommt schon zur Hälfte und dann macht man ein bisschen weiter und dann macht man wieder weiter. Und so werde ich mein Jahr sehen. Mal gucken, ob ich dann Ende des Jahres über die Slackline laufen kann. Nein, also ich meine mental. Physisch bin ich ja schon drüber gelaufen. Genau, das ist zu dem Punkt. Einfach, ja, genau. Also ich bin einfach dankbar, dass ich das machen kann, weil ich für mich einfach auch jede Angst, die ich überwinde oder die ich schaffe, zumindest so aus meinem Leben rauszukriegen, dass es mich nicht mehr aufhält, ist eine negative Sache oder einmal fehlende Liebe weg. So wie ich euch vorhin ja erklärt habe, dass Angst eigentlich genau das Gegenteil von Liebe ist. Und das heißt, es fehlt Liebe da drin. Das heißt, wenn ich es schaffe, eine Angst zu überwinden, dann habe ich das nicht mehr. Dann gehe ich nicht mehr, brauche ich das nicht mehr. Genau. Und genau, das war's zur Dankbarkeit. Ja, ansonsten zu mir selber, oder nee, nicht zu mir selber, zu den Energien momentan. Wir werden jetzt demnächst einen Neumond haben, am 15., wenn ich es richtig erkannt habe. Und schreibt es euch aber auch nochmal unten in die Kommentare mit rein. Genau, werden wir einen Neumond haben, da freue ich mich schon drauf, weil es dann auch wieder in die positive, also was heißt positive, aber aufbauende Energie dann geht. Also jetzt ist gerade wieder Abbau dran. Es trennt sich viel, es löst sich viel. Ich finde es komisch, dass ich genau in die, oder nicht komisch, aber weil ich bei manchen Sachen schon auf die Sterne oder wie sagen wir auf die Mondkonstellation achte, aber eben ich habe nicht darauf geachtet, als ich mein Datum gewählt habe, San Juan del Sur zu verlassen. Aber es ist witzig, dass es eben in der abnehmenden Zeit jetzt ist. Das heißt für mich auch, dass es einfach das Richtige ist. Ich freue mich, meine Freunde dann zu sehen und eben wie gesagt, einfach mal auch den Ortswechsel zu haben. Ja, ansonsten erzähle ich euch ja immer wieder, dass ich an den Sachen arbeite, die ich für euch vorbereite. Und ich darf euch jetzt schon mal erzählen. Ich hoffe, ich schaffe es nachher noch, euch den Link auch mit drunter zu setzen. Ich muss aber noch zwei, drei Sachen fertig machen. Ich freue mich ganz riesig, weil ich euch gerne eine der Methoden zeigen möchte, mit der ich ja, mit der ich einige meiner Ängste überwunden habe, erkannt habe. Oft ist es ja einfach auch erstmal eine Sache der Erkenntnis, woher kommt es, was ist es, wo hat es die Wurzel, um dann es zu transformieren. Und es wird auch Teil von dem sein, wie ich zum Beispiel meine euch heute erzählte Angst bearbeiten werde. Und genau, ich möchte eben nur, ich habe euch das schon mal vorbereitet und möchte euch dafür gerne mitnehmen. Habe natürlich von der Zeit her geguckt, wann es passt und werde dazu quasi mit euch live eine Woche Training machen, nennt sich das. Und zwar ist das für das Training, gib deinem Inneren eine Stimme, wo es eben darum geht, so wie überhaupt erkennen zu können, was ist hier drin los und wie kann ich das transformieren. Und vielleicht können wir ja da zusammen, ich nehme da meine Angst rein, ihr nehmt eure mit rein und dann schauen wir mal, was da an Bewegung sich schon mal tut dafür. Und das Ganze möchte ich mit euch dann am 12. März machen. Aber wie gesagt, ich sammle jetzt schon mal einiges und schicke euch dann mal den Link demnächst zu. Aber ich freue mich schon riesig darauf, weil das eigentlich so die Methode ist, mit der ich vieles eben schon angesehen habe, erkannt habe, teilweise auch verändert habe. Und freue mich, euch quasi jetzt live einfach auch mit dieser Angst da mitnehmen zu können. Eventuell mache ich vielleicht ein paar Sachen schon vorher für mich, aber auch da halte ich mich auf dem Laufenden. Es schadet trotzdem nichts, immer wieder das zu machen, weil es gibt immer wieder Sachen,
finde ich, die man für sich bearbeiten kann. Und das ist eine wunderbare Methode, einfach diese Leichtigkeit reinzubringen. Und deswegen freue ich mich, euch das anbieten zu dürfen. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, heißt es so. Der Spruch ist ja wie du, wie mir was anderes einfallen lassen. Aber ja, sonst fällt mir eigentlich gerade nichts mehr ein. Ich muss dann jetzt dann packen gehen, mich noch verabschieden gehen und morgen geht es dann weiter und ich freue mich schon richtig. Und danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und freue mich schon. Ich schaue mal, ich hoffe, dass ich nächsten Sonntag wieder das einstehen kann, vielleicht auch mit geplant. Allerdings bin ich dann halt in Mexiko, da muss ich noch gucken, ob es mit dem Internet klappt. Ansonsten wird es halt nicht live sein, sondern dann gibt es halt ein kleines Video. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ganz, ganz viel Segen und ja, seid einfach achtsam mit euch selbst. Viel Licht, Liebe und Leichtigkeit für euch. Bis dann. Ciao.